Moin, ihr Sizzler. Kennt ihr schon die türkische Sucuk-Wurst? Das ist so eine richtige Knoblauchwurst, die hat richtig Dampf. Die werden wir heute grillen, zeigen euch, wie es geht. Das Ganze mit einem, ja, auf Spießen richtig lecker mit viel Gemüse. Was denn? Richtig lecker mit viel Gemüse. Genau. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das natürlich bei uns auf der Webseite www.sizzlebrothers.de machen. In dem Sinne, viel Spaß. Bevor wir anfangen, irgendwelche Spieße zu stecken, werden wir unser Gemüse erstmal ein bisschen marinieren. Dazu habe ich hier ein paar Zwiebeln, die kommen in eine Schale, dann ein paar Zucchini und ein paar bisschen Paprika. Dann nehme ich mir einfach ein schönes Olivenöl, was ich finden kann, gebe das einfach oben drüber. Und dazu haben wir uns heute für Roasted Garlic entschieden. Das ist so ein schönes Knoblauchgewürz von Ankerkraut. Das schmeckt hervorragend. Das Ganze wird danach einfach richtig schön durchgemengt mit der Hand. Und ihr seht hier vor mir, ich habe hier Sucuk schon in vernünftige Würfel geschnitten, die Haut entfernt und auch Bacon in Würfel geschnitten. Und während das Gemüse jetzt mariniert, kann euch Hannes erklären, was am Grill vorzunehmen ist. Kommen wir jetzt zum interessanten Part, nämlich der Theorie und ein bisschen der Erklärung, warum, wieso, weshalb. Ich nehme erstmal den Deckel unseres Vesco Asador 60 Grills ab. Der hat ja, wer es nicht gesehen hat, dieser Grill hat einen besonders hohen Deckel, wie ihr gerade sehen konntet. Wer noch mal mehr dazu wissen will, kann gerne mal hier oben klicken. Wir blenden mal unser Vorstellungsvideo ein, wo wir den Grill mal so ein bisschen gezeigt haben. Jetzt aber auch besonders, das ist unser Dagger-Set, unser Spieß-Set für unseren Asador 60. Da ist zum einen die Besonderheit, das Spießset kommt mit einem eigenen Rost und der ist aus Edelstahl. Kein verchromter Stahlrost, sondern ein Edelstahlrost. Man kann diese Spießhalterung hier abnehmen und hat dann einen ganz normalen Grillrost aus Edelstahl mit klappbaren Räucherschienen und so weiter. Das heißt, wir haben dann einen vollwertigen Edelstahlrost. Dazu haben wir natürlich, wie sollte es anders sein, bei einem Spießset unsere Spieße, die hier schon in Halterung stecken. Die Spieße haben die Besonderheit, die sind in so einem Kreuz, ich wollte schon fast Drehkreuz sagen, das stimmt aber nicht, in einem Kreuz gesteckt. Das heißt, in der Mitte vornehmlich wird unsere Kohle gleich liegen. Das heißt, wir werden eine direkte Hitze mittig im Grill haben, eine schöne Strahlungswärme. Wir sind ja recht weit weg. Das heißt, wir kriegen keine Brandings zum Rost, dafür müsste das Fleisch aufliegen. Aber wir kriegen eine schöne Strahlungswärme und dann wird irgendwann unser Grillgut von unten natürlich auch braun. Und wenn das dann schön gebräunt ist, können wir diesen Spieß einfach nehmen und im Drehkreuz zum Beispiel so stecken oder auch auf die Rückseite stecken oder auch auf die linke Seite stecken. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, alle vier Seiten gleichmäßig zu bräunen und das Ganze, ohne dass unser Spieß mit dem Rost ja, in irgendeiner Form in Berührung kommt. Jetzt noch eine Sache zum Spieß an sich. Haben wir eben erst entdeckt, ist ziemlich ausgeklügelt, muss ich sagen. Man hat ja oft das Problem, wenn man dann so einen Spieß fertig hat und gerade Hähnchen zum Beispiel, hängt ja doch immer recht doll an so einem Spieß fest. Und dann brochelt man sich da einen zurecht. Und wenn man den dann nicht irgendwie gerade runter aufs Brett hält, sondern leicht schräg, passiert schon mal, dass einem das Stück Fleisch, wenn sich dann irgendwann los von dem Schwung, den man irgendwie hat, wegfliegt. Das passiert hier nicht, denn neben der Tatsache, dass das ein netter Griff ist, kann man hier auch einfach einmal drücken und dann dieses Teil abziehen und runterschieben. Hier ist auch ein Stopper, dass es nicht abfallen kann. Und so können wir unser Grillgut ganz einfach vom Spieß schieben. Ich fasse das hier übrigens die ganze Zeit mit blanken Händen an. Wenn die Dinger heißen, solltet ihr natürlich Grillhandschuhe tragen. Das werden wir dann auch gleich so machen. So, ja, was machen wir als nächstes? Wir werden jetzt den Grill einheizen. Wir werden unsere Spieße stecken und das Ganze grillen. Für alle, die den Grill nicht haben, die beruhigende Nachricht, es geht auch mit jedem anderen Grill, einem Kugelgrill oder einem Gasgrill. Da passt das wahrscheinlich nicht, dass die Spieße in der Luft stehen, aber dann müsst ihr sie eben auf den Rost legen. Dadurch kriegen die Brandings eine noch stärkere Hitze ab und können nicht so schon gegart werden, aber funktionieren tut es auf jeden Fall auch. Ja, wir fangen an, wir stecken die Spieße, grillen die Dinger. Ihr seht jetzt ein paar geile Szenen und dann werden wir gleich gemeinsam probieren. In dem Sinne, Foodporn ab!
20 Minuten sind jetzt vergangen. Die Spieße liegen vor uns und sehen ehrlich gesagt fantastisch aus. Ja. Grillen hat ganz gut funktioniert. Da muss ich ein bisschen reinfuchsen in diese Drehtechnik, würde ich mal sagen. Aber ja, es hat wirklich gut funktioniert. Und man hat es auch, glaube ich, gut sehen können, dass immer mal, wenn Fett runter drauf, Fettbrand kommt und die Flamme züngelt so, aber berührt eben unser Fleisch, wenn dann nur mit der äußersten Spitze. Wir haben eine sehr schöne Bräunung. Einen haben wir schon abgezogen. Mittlerweile sind die Spieße auch fairerweise, muss ich sagen, ein bisschen kalt geworden. Das heißt, jetzt ziehe ich hier einfach oben nochmal den Klicker ab, damit ihr mal seht, wie es aussieht. So. Und wenn ich jetzt hier runterschiebe, flops, fertig. Das ist tatsächlich eine geile Technik. So, dann hauen wir mal rein. Ich will mal diese Sucuk, diese Knobi-Wurst hier probieren. Mhm. 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 Lecker. Mmh. Die Zwiebel ist perfekt gegart. Mhm. Schön süßlich geworden. Mhm. Oh. Aber so eine Sucuk. Mhm. Bacon. Also wir können ja stundenlang vor euch weitermachen. Mhm. Oh Gott. Okay, mit Bacon schmeckt immer geil. Mmh. Aber die Sucuk-Wurst hat richtig Power. Also knutschen möchte ich dich heute mal nicht mehr, Hannes, ja? Mhm. Also, was ist die Moral von der Geschichte? Das mit dem Grillen hat super funktioniert mit den Spießen. Wir haben keinen Fettbrand. Es ist auch generell nichts verbrannt. Wir haben die teilweise, also es hat ungefähr 20 Minuten ja gedauert. Wir haben die dann auch wirklich 5 Minuten von jeder Seite stehen lassen. Es passiert gar nichts. Klar, wenn die dann eine halbe Stunde stehen, werden sie schwarz. Eine super Sache. Wie gesagt, wenn ihr nicht diesen Grill besitzt, dieses Spießset, macht es mit einem normalen Kugelgrill mal nach. Die Spieße können wir euch auch empfehlen. Ja, wir haben jetzt gefallen was vor uns. Daumen nach oben und vor allen Dingen fleißig kommentieren, weil über die Kommentare kriegen wir halt immer mit, was man vielleicht noch verbessern kann oder was ihr geil findet und so weiter und so fort. Was haltet ihr von diesem Spießset, von der Technik mit dem Stehenden und so weiter? Das würde mich mal interessieren. Haut mal richtig rein, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh, das riecht auch sehr heiß, Mensch.